So, Sportsfreunde, heute bin ich an der Zugspitze nach einem langen Tag im Bikepark Oberammergau. Da oben seht ihr die Zugspitze. Da seht ihr mein Bike und jetzt geht's los. Zweiter Abschnitt vom Alpsee Trail. Ja, wir haben jetzt gleich 19 Uhr, ist schon spät geworden und das Hochpedalieren hat sich ganz schön gezogen. Ich kenne die Strecke nicht, mir wurde nur davon ein bisschen erzählt. Jetzt gucken wir mal, was hier geht. Also, ganz bloßer Untergrund. Ei, ei, ei. Und ich bin nur mit Schale unterwegs. Und ohne Knie und nur Ellenbogen schon, nur mit Rucksack. Weil es ganz schön schweißtreibend hier hoch. Alter Schwede. Ja, ist eigentlich ein Wanderweg, wenn ich es richtig weiß. Vielleicht wird auch noch ein bisschen. So, wo geht's jetzt hin? Ich denke da runter. So, hier geht's rein. Ja, jetzt wird es ein bisschen waldiger. Da habe ich ehrlich gesagt gar nichts dagegen. Oh, die Beine sind sowas vom Bergauffahren übersäuert noch. Da haben meine Oberarme gar keine Kraft. So. Doch nicht so scharf, wie ich gedacht habe. Die Kurve. Ja, ich bin echt gespannt, auch wie lange der Trail sich zieht. Von ganz oben war das Strava-Segment, da habe ich es gesehen. 2,8 Kilometer, was ja schon hammergeil ist. So. Muss man auch erstmal locker werden. Um die Uhrzeit hoffe ich zumindest mal keinem oder wenig Wanderern zu begegnen. Kleiner Sprung hier über die. Ah. Boah, das ist wie auf rohen Eiern. Also, das Hinterrad schön ausgebrochen. Als ob es hier richtige Linienwahl gibt. Keine Ahnung, aber das muss ja auch nur Spaß machen. Boah. Eieieiei. Kleine Kante, ein bisschen spitz reingefahren. So, da kreuzen wir wahrscheinlich jetzt wieder die Skipiste, die dann schön in, seht ihr, da geht's rein, scharfe Linkskurve. Ich habe mir mal schön die Aussicht angeguckt, die Skipiste, aber gehen wir zurück zum Trail. Ja, der Tag heute im Bikepark Oberammergau war sehr kurz, weil leider erstens die Hölle los war und zweitens ein Gewitter kam. Boah. So, jetzt wird es kurz knackig hier. Naja, ging doch ganz gut, aber oh, ich bin so steif auf dem Rad jetzt. Oh. So. Links rum. Oh, lecker mio. Wie sieht das an? So, jetzt hier eine Kreuzung wieder. So, geht wahrscheinlich links runter. Schön wieder durchs Geröll. Ja,
Jetzt komme ich mir gerade irgendwie falsch vor. Oh, da müssen wir mal gucken. Vielleicht in die App rein. Na super, das habe ich mir auch echt anders vorgestellt. Eine Skipiste, hochjoggen. Super, genial. Was ist? Ja, ja, da ist doch, glaub schon was. Ja, da gehen wir mal durch. Safari, welcome. So, Sprung. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall auf einem verlassenen Trail. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie runterkommen, ohne quer liegende Bäume. So, ah ja. Gut. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie es weitergeht. Ach ja, solche Erstbefahrungen, immer genial, aber jetzt geht's wieder links rein. Oh je, ich hoffe, die Höhenmeter zum Hochstrampeln haben sich gelohnt. Bisher bin ich ein bisschen skeptisch. So Schotter runtergeballert. Ist mal kurz schön, aber den ganzen Berg nett. So toll. Oh. Ja, hier liegen Äste und sonstige Sachen. Ja, da bin ich mir jetzt, naja, was soll ich machen? Ja. Juhu. Hier war auch der Harvester mit drin. Also, wenn ihr mich fragt, war das jetzt ein Flop? So, jetzt hängt mir irgendwo irgendwas. Na, jetzt wieder rausgeflogen. Ja, nach dem Flop in Oberammergau, wo einfach zu viel los war und der Lift auch öfter irgendwie Probleme machte oder auch, aua, jetzt ist auch noch ein Ast hochgeschossen. Naja, guckt euch das an. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Den Grund, warum wir jetzt die Strecke erkundet haben. Hammer. Hammer, hammer geil. Hammer. Mega, mega. Tja, ihr seht, manchmal lohnt es sich doch. Und erst zur letzten Sekunde spürt man, dass es sich gelohnt hat. Schaut selber mit mir noch ein bisschen das Video an. Jetzt fahren wir dem See entlang Richtung Feierabend und ich freue mich schon, da gibt es schön Spaghetti.